Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ich habe es geschafft, habe die letzte Rüstung fertiggestellt. Wir haben jetzt, was haben wir eigentlich? Dienstagabend, genau. Ja, und mal schauen. Wir haben hier die Creepy Crawlers und hätten jetzt noch ganze 7 Stunden 21 Minuten Zeit. Das ist ja schon mal was. Und lösen jetzt ein und kriegen die Queen Kaleidoskop. Mal gucken, wie die so aussieht. Ja. Also jetzt in der nicht verbesserten Version ist sie natürlich wesentlich schlechter als mein Red Kaleidoskop. Naja. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ich sollte nur gerade mal wieder umswitchen. Wo sind wir? Ja, hier jetzt mal die ganzen Rüstungen in der Überblick. Warum ist denn das hier? Ach, kann nicht, weil andere Ritter hat die. Haben zum Beispiel. Hä? Die befinden sich in einem Kampf? Wie auch immer. Ja. Hier die Queen Kaleidoskop. Ich finde das faszinierend, dass wir die beiden jetzt haben. Die rote Kaleidoskop-Rüstung ist ja leider auch keine Plus-Rüstung. Aber ich finde, die sieht irgendwie cooler aus als die grüne. Ich weiß auch nicht. Ja, und dann haben wir hier die ganzen Plus-Rüstungen und alles. Da werde ich auch demnächst mal ein bisschen eine Fusionssession machen, wo ich die ganzen Sachen dann versuche wieder miteinander zu verbinden. Wir haben jetzt hier die Mono-Wasser-Epic auf Plus und die Mono-Myst. Dann hier ihn hier. Dann haben wir jetzt eigentlich schon drei, wie heißen sie? Drei Epics. Ist ja eigentlich auch schon mal eine gute Voraussetzung, um mal ein bisschen was zu reißen. Vor allen Dingen auf die Plus-Epic freue ich mich halt, aber es ist im Augenblick wirklich schwierig. Ah, toll, hier habe ich nichts hergestellt. Was haben wir denn da so? Da können wir hiervon auf jeden Fall mal noch ein paar basteln. Das sind halt auch alles, also nicht alles, aber viele Teile von den... Ja, will ich. Viele von den Rüstungsgegenständen, woraus man Rüstung herstellt, habe ich natürlich jetzt auch durchs Kistenöffnen bekommen. So, wir haben jetzt hier ein paar Wasserfeuer, ein paar Erdrüstungen. Die können wir auf jeden Fall mal hier reinpowern. Wasser machen wir auf jeden Fall hier rein. Auch wenn es bis jetzt nur 3 Stück sind. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Wasser... Fusionsboost. Ich möchte sie mir halt ausheben, damit ich sie zum Schluss dann da rein sammeln kann. Oder vielleicht auch jetzt? Na, mal gucken. Erde hat man noch gesagt. Erde möchte ich im Augenblick nichts leveln, deswegen machen wir das so. Ich werde auf jeden Fall die letzte Bossrüstung, die man jetzt auch fürs Dingens gebraucht hat, die werde ich auch hochleveln. Die Plusrüstung vom Arachnos. Machen wir so. Genau, sie hier muss eigentlich noch hoch, weil die Elemente einfach schön sind. Und hier die Rayscale, da. Arachnos Raymond Plus. Weil Mystic Luft, Mystic Erde ist halt genial, wenn man wirklich gegen Luft und Erde kämpft. Und das ist ja auch eine Rüstung, die halt viele Leute haben. Und wenn man halt im PvP oder beziehungsweise in den Gilden-Battles dann halt so einen Gegner hat, da kann man da schon mal drauf zurückgreifen, ja. Ich mache die jetzt auch absichtlich gerade mal hier mit dem bisschen, was ich da habe. Damit sie nicht mehr Level 1 ist. Und nicht mehr ganz da hinten unter den anderen steht, sondern damit sie ein bisschen weiter vorne vorkommt. Jetzt, wenn man guckt... gut, ich habe einfach zu viele Nicht-Level-Einser.
Gut, hier, da muss ich auch noch mal gucken. Da ist auf jeden Fall noch einiges an Verzauberungspotenzial. Dann haben wir hier die 3-Sterne-Rüstung, die ich noch fusionieren kann. 2-Sterne-Rüstung gehen im Augenblick nicht. Das ist alles Erde. Leider. Muss man auch mal schauen. Und ich muss halt vielleicht auch mal... Ja, falsche Taste. Auch mal gucken, dass ich halt noch ein paar 3-Sterne-Rüstungen bastel bis zu dem Special dann. Hier fehlt zum Beispiel noch eine, da noch 9. Ach so, das ist dieses Dragon Tamer Kostüm. Ich bin gerade total verwirrt. Das sind doch auch Items, die man über die Chests bekommt, oder? Oder etwa nicht? Ich glaube doch. Das ist eine alte 4-Sterne-Rüstung. Die 120.000 kostet, sie herzustellen, und von den Werten her wird sie relativ grottenschlecht sein. Hier noch 10 von den Dark Prince Jewels, oder Evil Jewels heißen sie ja. Noch 11 von den Rock Feathers. Barthaare noch 17, gut, das ist ein bisschen mehr. Bin gerade, ja, ich weiß. Ich bin gerade am gucken, weil ich genau das hier zum Beispiel, Steam-Powered Exoskeleton heißt so, glaube ich, ist leider verdeckt, aber das ist auch noch eine alte 4-Sterne-Rüstung, die man herstellen kann. Wenn man überlegt, hier am Anfang die Assassin's Shroud zum Beispiel, 200.000 hat die gekostet, wenn man die hergestellt hat, ja. Das ist doch gegen heute ein Batzen, ja. Ich weiß auch nicht, warum sie das runtergedreht haben. Also im Normalfall, je nachdem wie viel man halt auch an die Gilde spendet, reicht einem ja das Geld doch irgendwo auch aus, ja. Dann brauche ich noch 60 von. Aber wer will schon die ganz alte Kaleidoskop-Rüstung? Das ist auch alles Epic Boss. Dann war's das. Ja, da müssen wir dann einfach mal gucken. Spectral Captain's Uniform läuft noch. Aha. Ja, ich dachte eigentlich, dass es automatisch dann jetzt dahin kommt. Na gut. So. Ihr hört gerade vielleicht im Hintergrund, mein größter Fan kommt. Den werde ich dann auch gleich mal fragen, ob er vielleicht noch was sagen möchte, wenn er sich sputet, hochzukommen. Und ja, ansonsten, ja, Arachnos. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich die 51 noch voll mache, aber es war halt sehr, sehr schwierig. Komm mal her, mein Schatz. Oh, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht ins Ohr gebrüllt. Und... So, willst du gerade mal was sagen zu den Leuten? Danke, und danke, dass ihr den neuen Boss, die Sinne, zu mir gezeigt hast. Ah, also ich weiß nicht, wie gut ihr ihn verstanden habt. Danke, dass ihr mir den neuen Boss, die Spinne, gezeigt habt. Möchtest du noch was sagen? Und Dankeschön. Und Dankeschön? Dann sag mal ganz laut Danke. Danke. So, also, mit diesem Danke verabschieden wir uns dann auch von dieser Aufnahme. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und ja, also ich habe das jetzt zwar dienstags aufgenommen, werde es aber frühestens Mittwoch raushauen und ja, vielleicht dann auch nochmal mit dem neuen Boss dann noch eine zweite Folge machen, die dann auch rauskommt. Gut, also, tschüss, bis dann, euer Eid.